Hallo und herzlich willkommen zu Teil 93 von Sea of Stars. Wir sind hier noch in der Quizshow beim Quizmaster. Wir haben nämlich noch einige vor uns, wie ihr seht. Das sind insgesamt noch 9 Fragenrunden, die wir vor uns haben. 9 Fragenrunden, die wir schaffen müssen, die wir schaffen werden. Und dann können die Steine kommen, die Obelisken können dann kommen. Wenn der Mond hell auf die Herbstgarben scheint, der Gräuel aus Wurzeln und Blättern erscheint. Yomara, sie böse? Nein. Falsch. Das ist Regengeruch. Wir wissen es doch von letzter Folge. Wir wissen es doch. Welche Paarung könnte eine Schlosssequenz von Gift, Schwert, Schwert und Arkan durch einen potenziell verstärkten normalen Angriff entfernen? Reshan und Sale könnten das machen, oder? Serai und Valer auf keinen Fall. Serai hat zwar Schwert, aber Valer hat gar nichts davon. Gal hat auch. Ja, das muss Reshan und Sale sein. Reshan mit aufgeladenem normalen Angriff macht Gift und Arkan und Sale macht Schwert, Schwert. Wie heißt das Relikt, das die maximale LP der Gruppe, das Amulett der Erzählung? Also, es gibt ja häufig Schwierigkeitsgrad Erzählung, deswegen. Welcher der folgenden Skills kann Feinde von ihrem aktuellen Standort verdrängen? Das ist der Schwebezustand. Welches der folgenden Spezies kann nicht auf Mesa Island geangelt werden? Boah, da hole ich Teaks. Wie sie immer sagt, das ist ganz einfach. Das ist immer richtig gut. Oh, ich weiß es nicht. Kannst du mir helfen? Ja, klar, ist ganz einfach. Du kannst gar nichts. Der Leuchtpiranha. Wahr oder falsch? Der Gletschergipfel liegt auf Mesa Island. Das ist richtig. Da werden wir nämlich hin teleportiert von Reshan. Aber fiese Fragen. Welcher der folgenden ist keiner von Kales Freunden? Spring, Spike, Toei. Toei ist einer, Spike glaub auch Spring. Puh. Wichtig. Wie viel Energie wird beim Räderspiel durch 5 Quadrate erzeugt? Sind 3. Die Fragen hatten wir schon zum Glück. Yes, sehr gut. 2x Obsidianerz. Wir wollen weiterspielen bis zum bitteren Ende. Bis wir es geschafft haben. Big Buggies Spezialangriff. Da hole ich Teaks, dass ich das fürs Expertenspiel weiß. Tektonik. Ob Teaks auch mal die Frage falsch antwortet. Welche der folgenden Zutaten gehört nicht in ein Parfait? Da frage ich auch nochmal Teaks. Oh je, yeah, jetzt geht's los mit den Fragen, hä? Pfirsich. Ob ich mir das merken kann. Welchen Namen gab Gal der Himmelsschlange, die zuvor als der Schläfer bekannt war? Der hat alles sich überlegt. Ich glaube, Wentworth. Sinclair hat sich auf jeden Fall auch überlegt. Ja, Wentworth. Wie hieß das Lavamonster, das jenen Berg bewachte, den wir heute als Ofenberg kennen? Der Krötenkahn. Oder? Puh. Alter, was sind das für Fragen? Wie viele Himmelsriesen gibt es im Wolkenkönigreich neben Punti und dem Rat? Ach, Himmelsriesen, neben Punti und dem Rat. 7 oder 5? 9 sind es nicht. Ich glaube 5. Ja, krass. Welches Schmuckstück sollte man ausrüsten, wenn man 10% Bonusschaden an untoten Zielen verursachen möchte? Grünes Blatt. Grünes Blatt, glaub. Nee, grünes Blatt gibt Leben. Schimmernder Splitter. Ja. Sehr schön. Ein paar haben wir echt gut herleiten können, aber das wird trotzdem spannend für das Expertenspiel. Das sind viel schwere Fragen, als es schon war. Wentworth haben wir gehabt. 5 haben wir gehabt. Das Haut-Cousin-Restaurant in der Hafenstadt Brix. Das Haut-Cousin, der goldene Pelikan, oder?
Wer brachte Sale den Kampfskill Sprintschlag bei? Sprintschlag. Echt so spät kriegen wir das. Ich glaube, Aventri bringt uns das bei, oder? Aventri gibt uns noch irgendwie eine Fähigkeit. Ja. Das sagt, hey, mach doch mal das. Wie heißt Big Buggys Spezialangriff? Tektonik. Nice, wir haben die Frage noch von Teex. Welches Schmuckstück sollte man ausrüsten, wenn man 10% Bonusschaden? Das wissen wir auch. Das schimmernde Splitter. Schimmernder Splitter. War der Fall. Schleuderhase und Zopferer sind die einzigen beiden Feinde, die im Luftelementar Himmelsland anwesend sind. Schleuderhase und Zopferer. Uff. Ich habe keine Ahnung, ey. Wie. Richtig, ja. Nur die beiden, okay. Gut, gut zu wissen. Welche der folgenden Zutaten gehört nicht in ein Parfum Pfirsich? Komm schon, hör auf mit deinen Fragen. Krötenkahn, das wissen wir. Magmamolch klingt eigentlich auch gut. Wahr oder falsch? Das Wolkenkönigreich wird von einem König und einer Königin regiert. Nee, von einem Rat. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob die regieren oder einfach nur da sind. Oh, yes. Wichtig. Einmal Saphirerz. So, nur noch 6. Es wird, Freunde, es wird. Wie viele Einheiten Fisch benötigt man, um eine Portion Sashimi herzustellen? Das ist auch ne. Ich glaube, 9 sind es tatsächlich, oder? Ja, es sind echt 9. Teaks-Frage. Welche Instanz in unserer Heimatwelt gewährt Zugang zum Sternenmeer? Der Rat der Himmelsriesen? Ja, der Rat der Himmelsriesen. Man merkt richtig, jetzt kommt Sternenmeer. Jetzt kommt demnächst so Serais Welt. Wie heißt Serais und Reshans Kombo-Angriff? Ikan Salve. Welcher dieser Feinde erscheint nicht in der alten Fabrik? Keine Ahnung. Ronin Cowboy, ich weiß es nicht. Ja, Ronin Cowboy. Kommt er später, glaube ich, gell? Serais Computergefährte trägt den Namen Cedric. Das schreibt man ohne K, glaube ich. Cedric ja, aber ohne K. Tatsächlich, krass, ey. Welcher der folgenden Skills verbraucht am wenigsten MP? Ebbe, Trellern, Desorientieren. Was war Ebbe? Ebbe war von Reshan, gell? Das war der zweite Skill von Reshan. Reshan hat hier Schwebezustand, Ebbe, das ist das, wo Trellern braucht, glaube ich, 8. Desorientieren, Desorientieren, ja. Boah, die Fragen sind ordentlich, die sind heftig. So, da wären es nur noch 5. Welcher der folgenden Spezies kann nicht auf der himmelblauen Insel? Boah, ganz ehrlich, keine Ahnung. Laserquappe, Siliziumschwamm, Felsengarnele. Ich glaube, die Felsengarnele. Ja. Macht wenig Sinn, bei der frühen Frage schon Teaks zu nehmen. Das ist wieder der Rat der Himmelsriesen. Wie heißt hier Reis und Reshans Kombo-Angriff? Arkansalber, wissen wir. Wer erfand das berühmte Brettspiel Räder, die Uhrmacherin? Welcher der folgenden Skills verbraucht am wenigsten MP? Desorientieren. Das sieht gut aus für uns. Wie viele Einheiten Fisch benötigt man? Portion Sashimi, das waren 9. Welcher dieser Feinde erscheint nicht in der alten Fabrik? Ronin Cowboy. Wahr oder falsch? Ja, Cedric ist falsch. Wie heißt der Reisdorf? Repine. Das ist eine einfache Frage. Wahr oder falsch? Das Monster in der Werkstatt des Flashmancers hatte mehr als 4 Tentakel. Uff.
Hatte der nicht mehr als 4 Tentakel? Hatte der nicht 6? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, Teeks. Falsch, das waren glaube ich 6. Yes, das war schon die letzte. Sehr schön. Sehr schön. Einmal Safi-Erz und glänzende Perle. Jetzt müssten wir eigentlich danach alles verticken. Gucken, wie viel Geld wir haben. Ich meine, wir können mit dem Geld eh nichts anfangen, aber cool ist das natürlich, viel Geld zu haben. Welches Objekt war vor aller Augen auf Estristä, der Riesenstatue in der Mitte der hochheiligen Nadeln, verborgen? Eine auf Schwerkraft basierende Batterie. Tragbares Haus. Das irgendwie auch, oder? Wahr oder falsch, der Eremit, der am Boden des unendlichen Abgrunds lebt, wurde Eremit des Todes genannt. Nein, ich weiß gar nicht mehr wie, aber tot nicht. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er hieß. Welches der folgenden Elemente gab es im letzten Ruhebereich der Himmelsbasis vor dem Raum des Katalysators nicht? Ha! Ein Fenster, einen Verkaufsautomaten, das gab es auf jeden Fall. Ein Teleporter zum Eingang. Gab's nicht, oder? Oh, dann war das das andere. Das war leider nicht, was wir wissen wollten. Dann gab's kein Fenster. Ich hätte gedacht, dass es ein Fenster gab. Es gab da ja viele. Wahr oder falsch? Der Reihen, ihr Volk wurden von einer Maschine namens der Katalysator in Cyborgs verwandelt. Das ist richtig. Welches Attribut über sich selbst benutzt der Handwerker nicht in seiner Präsentationsrede? Die Inkarnation eines Genies, der klügste aller Zeiten, der ultimative Ingenieur, der klügste aller Zeiten, glaube ich. Welches dieser Items kann nicht im Verkaufsautomat der Himmelbasis erworben werden? Das ist ja eine Frage, ey. Oh je. Drahtplattenrüstung, müssen wir uns merken. Wie viele Kombo-Punkte müssen mindestens ausgegeben werden, um den Ultimativ-Balken zu füllen? Ach so. Das ist stark. Alter, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das kommt immer auf die Kombos an und auf alles, was wir einsetzen. Aber wir müssen da Kombo-Balken tatsächlich einfach verbrauchen. Das ist ja krass. 10. Aha. 10 Kombo-Balken also. Tja, Leute, ihr seht. Ihr seht, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Und da waren es nur noch 3. Nein, nicht schon. Oh, warum? Warum? Egal, ganz oft. Ganz oft A drücken, das passt schon. Wäre vielleicht schlau gewesen, es nochmal zu machen, wenn ich schon aus Versehen drücke. Der klügste aller Zeiten. Welche der folgenden Personen war kein Mitglied des Triumvirats der Eminenz? Abstarak, Kasugine, Retrachter. Abstarak war der Anführer. Kasugine, der hieß irgendwie anders, meine ich. Retrachter war der rechts, aber der links hieß irgendwie anders. Und es ist falsch. Und es ist falsch, aber auch hier macht es keinen Sinn, schon Teeks zu holen. Welches der folgenden Elemente gab es nicht? Dann war es ein Fenster. Ja, weil ein Verkaufsautomat gab es. Der einzige, glaube ich, im Spiel. Wie heißt der ultimative Angriff des Eremiten der Schmerzen? Bestimmt Albtraum, oder? Nicht. Was? Schreckensblick? Ich dachte Albtraum. Wahrscheinlich ein cooler ultimativer Angriff. Albtraum. Tödlicher Blick. Das war einfach Schreckensblick. Die Leute denken sich auch, was für Noobs, ey. Kann nicht erworben werden. Die Drahtplattenrüstung. Das wissen wir. Wie heißt der ultimative Angriff jetzt aber? Schreckensblick. Sehr schön. Wahr oder falsch? Der Reihen, ihr Volk wurden vom Katalysator verwandelt. Richtig, ja.
Der Eremit, der am Boden des unendlichen Abgrunds, wurde nicht tot genannt, nein. Warum verließ Herai ihre Heimatwelt, um eine Pause zu machen, um Krieger der Sonnenwende zu suchen? Und hat genau die richtigen gefunden. Welches der folgenden Elemente gab es im letzten Ruhebereich? Das wissen wir. Fenster. Wie viele Kombo-Punkte müssen aus 10? Das ist echt krass, dass es einfach 10 sind. Ich dachte, das kommt echt mega drauf an. War das richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. War das richtig oder falsch? War richtig, gell? Nein, es war falsch. Ich bin so ein Idiot. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Ich dachte tatsächlich, ich hätte es richtig gemacht gehabt. Aber das habe ich vor, da habe ich ja vorhin zum ersten Mal verkackt. Mann. Ja, es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer. War es dann der Retrachter oder was Abstarak? Ich hol echt Heeks. Ich habe keinen Bock. Abstarak hieß, meine ich, der Anführer. Retrachter, ja, okay. Aber der hieß irgendwie ähnlich. Er hieß irgendwie ähnlich. Das war dieser komische Verrückte. Das Triumvirat, das waren auch richtige Pfeifen, ey. Der Klügste aller Zeiten. Das war eine Batterie. Ein Fenster. Kein Fehler machen. Schreckensblick, Angstvisionen. Ist auch geil. Komm schon, wie lang geht denn das noch? 10. Yes, wir haben's. Zweimal Obsidianerz. So, Freunde, die letzte Runde. Dann sind wir Fragenmaster. Da muss es doch auch noch was geben. Welchen Namen erhielt Erlina gemeinsam mit ihrer neuen Gestalt? Elisandarell. Das ist halt auch richtig dumm. Das ist halt dreimal das Gleiche, aber... Ich glaube, Elisan und dann Darell, oder? Elisan und dieser Apostroph Darell. Elisan, ja. Wahr oder falsch? Das Versteck des Flashmancers befindet sich östlich der hochheiligen Nadeln. Das ist richtig. Wie heißt der ultimative Angriff des Phasenschnitters? Blühender Tod, glaube ich, oder? Ja. Wahr oder falsch? In der himmelblauen Weite befindet sich eine verborgene Oase mit Schatztruhen. Ja. Okay, vielleicht hätten wir erst dieses Spiel machen sollen. Wobei, da hätten wir auch nicht gewusst, wo es ist. Irgendwo gibt es bestimmt den Hinweis mit dieser Schatztruhe. Deswegen meine ich, mit Leuten reden und dann Notizen auf einem Block oder so machen. Und dann weiß man das einfach. Von welchem Ereignis berichtete Serai dem Seelenkurator, bevor dieser starb? Von der verdienten Strafe, oder? Blutrache. War es Rache? Nee, sie hat echt von der verdienten Strafe, glaube ich, geredet. Boah, da hat sie sich richtig gefreut, den Seelenkurator zu töten. Welche dieser Kombo-Aktionen verbraucht die geringste Menge an Kombo-Punkten? Mondklinge, Feuer und Flamme braucht 3, X-Schlag braucht 2. Das heißt, Mondklinge braucht auch 3. Das ist Serai und Valer. Also X-Schlag braucht nur 2. Oh, du bist gut. Du bist gut. Ja, wir wollen weiterspielen. Wir wollen. Wie heißt der ultimative Angriff des Phasenschnitters? Blühender Tod? Wie viel LP können durch den Verzehr eines Gourmet-Burgers hergestellt werden? 175? Ja. Wahr oder falsch? In der himmelblauen Weide befindet sich eine Oase. Ja, richtig. Welche dieser Kombo-Aktionen verbraucht die geringste Menge an Kombo-Punkten? Wieder der X-Schlag. Wie verändert es sich LeChuck
als er von seiner ersten in die zweite Gestalt überging. Oh Mann. Grau zu gelb, glaube ich, oder? Ne, ich habe keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Blau zu rot, ja, okay. Welche Bedeutung steckt hinter der Namensabkürzung UMF? Unglaublicher, massiger Fettwanst. Ups, meine Füße unter meinen Fingern. UMF. Bestimmt unglaublich massiger Fettwanst, oder? Was? Nein, unter meinen Fingern? Hä? Was für eine Abkürzung? Ich habe keine Ahnung, wann... Unter meinen Fingern... Ups, meine Füße. Ups, meine Füße. Echt? Strange, okay. Alles andere... Es war für mich irgendwie absurd. Deswegen dachte ich, das wird ja wohl das sein. Elisan Darell. Unser der Endboss. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das der Endboss vom Spiel ist. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Was ist denn bitte das? Blühender Tod. Wie hieß der oder die Angestellte, nachdem der Gastwirt in der Brahl-Skurril-Vision im Versteck des Flashmancers suchte? Was? Wie hieß der oder die Angestellte? Das ist ja mal richtig hart. Ha, in dieser Vision da im Schloss des Flashmancers. Du Bröks, du Bröl. Ja, es war was Französisches, gell? Das stimmt. Wie veränderte sich LeChuck blau zu rot? Wahr oder falsch? Das Versteck des Flashmancers befindet sich östlich der Hochheiligen Nadel. Richtig, richtig. So, jetzt müssen kaum noch Fragen kommen, dann haben wir es geschafft. Von welchem Ereignis berichtet es Herr Reid im Seelenkuchen? Boah, wie ich einfach... aus Versehen gedrückt habe und zufällig das Richtige war. Und das war auch noch die letzte Frage. Die letzte Frage haben einfach blind gemacht. Und wir kriegen Obsidian Bahn, aber jetzt sagt er noch, hey, du hast alle Fragen richtig beantwortet, du kriegst noch. Oder auch nicht. Okay, das heißt eigentlich nur eins. Das heißt, ganz sicher kommt, da gibt es da noch ein Fragenpaket. Aber wo? Also wo? Das heißt, es gibt noch ein Fragenpaket 11. Vielleicht kriegen wir das sogar noch, weil das letzte Fragenpaket hat ja jetzt schon vom Kampf mit dem Flashmancer gehandelt. Es muss ja dann fast so sein. So, Freunde. Aber tatsächlich war es das jetzt. Das war es jetzt. Wir haben noch... Ich glaube, wir haben nur noch eine Folge, vielleicht zwei. Wer weiß, was da passiert? Wer weiß, was da jetzt noch passiert? Vielleicht kommt da noch was Cooles, ein krasser Scheiß. Aber vielleicht war das jetzt die vorletzte Folge und in der nächsten Folge kommt das große, große Finale. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt auf die Obelisken. Ich habe mir überlegt, ob ich erst hinlaufen soll, aber ich glaube, ich nehme euch auf dem Weg dorthin nochmal mit. Dann können wir nochmal so ein bisschen reden. Wir können ja von der Rückseite in die Moorlande gehen, dann ist der Weg nicht so weit. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.